Und willkommen zurück zu One Piece Unlimited Cruise 2. Ich versuche gerade hier diese Möwe zu fangen. Hoffe, mir gelingt das. Ich glaube, eine Möwe haben wir in dem Spiel nämlich noch gar nicht gefangen. Wir haben zwar immer die Eier von... Aber die Möwe an sich haben wir noch gar nicht, glaube ich zumindest. Und wir haben sie. Sehr schön. Guter Part beginnt. Tatsächlich neu. Cool. So, also die Eier, die im ersten Teil noch relativ schwer zu fangen waren... die Eier, die schwer zu fangen waren. Die Eier, die relativ schwer zu finden waren. Die gibt es hier tatsächlich relativ schnell. Und relativ zuhauf. Finde ich cool. So, nehmen wir noch eine Teleschnecke mit. Die wir aber an sich einlagern können, weil was wollen wir die ganzen Teleschnecken? Oder wir verfüttern sie, das wäre auch eine Option. Stimmt, wir können eigentlich die Teleschnecke auch verfüttern. Weil die brauchen wir eh für nichts. Ja, gibt doch kaum irgendwas. Wir nehmen mal ein goldenes Ei und verfüttern es. Oder nehmen wir gleich beide. Brauchen wir ein goldenes Ei für irgendetwas? Brauchen wir für irgendwas goldene Eier? Ja, Schmaus für Fleischfans. Okay, dann nehmen wir das eine doch noch auf. Ansonsten Medikamente. Ja, gut. Da brauchen wir nichts. Und für die Entwicklung brauchen wir es auch nicht. Aber wir heben das eine jetzt einfach mal auf. So, dann lagern wir die Möwe ein. Dann lagern wir den Käfer ein. Den Dings geben wir in das Aquarium. Und dann suchen wir mal, wo er unseren Schatz denn hat. Weil ich habe das schon wieder vergessen. War noch keine 10 Minuten her, aber ich habe es einfach schon wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht. Wurden aber vorher dieses Tier, drei Lebewesen. Okay, drei Lebewesen einfach mal. Eine Möwe. Eine Möwe. Und eine Möwe, ganz neu. Ja, lol. Also, dass wir so viel Neues fangen, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Eine richtige Möwen-Invasion hier. So, was hat er gesagt? Hier drüben ist jetzt offen irgendwo. Social Dock System. Aber ich glaube, dafür muss ich ins Aquarium rein. Ich glaube, das ging nur übers Aquarium. Wenn ich den Mikdal noch finde, heißt das. Okay, das war... Wobei, geht's nach unten? Moment, vielleicht ist das doch... Schauen wir mal. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Tatsächlich, wir sind hier. Lysops Factory. Und Frankies Werkstatt. Okay, cool. Aber können wir jetzt noch irgendwas finden, oder... Ist das hier jetzt einfach nur Deko? So, das stellen wir einmal her. Wenn wir Level 4 kriegen. Normale Fallen braucht kein Mensch. Ja, wir brauchen halt die verbesserte Spitzhacke. Dafür brauchen wir aber immer noch dieses Zeug, was wir nicht haben. Und für alles andere haben wir das ganze Zeug auch noch nicht. Also wir werden relativ viel auf der dritten Insel finden, von dem, was wir brauchen. Und wir brauchen auf der dritten Insel auch Salz an sich. Nehmen wir da doch auch gleich noch was mit. Joa, pack ein. So, dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas kochen können. Nee, können wir nicht. Können wir irgendwas an Medizin herstellen? Ja gut, zwei Doppelwirkungstränke wären jetzt natürlich an sich nicht so schlecht. Aber ich bin eigentlich dafür, das mal noch aufzuheben. Was braucht der Chopper für Level 4? Er muss ja doch irgendwas ganz Bestimmtes herstellen. Zweimal Gegengiftpulver. Okay, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Tatsächlich, kriegen wir hin. Cool. Damit kriegt auch Chopper sein Level 4.
Jetzt können wir einmal Heilbonbon und einmal Ausdauerbonbon herstellen. Ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Müssen wir ja sowieso machen. Also daher. Direkt einmal das. So, nehmen wir natürlich mit. Ist quasi die verbesserte Version von den Tränken hier. So, ein Ausdauerbonbon brauchen wir auch noch. Mixbonbon, und das ist so ziemlich das Beste, was man herstellen kann an Highlight-Items. Aber dafür brauche ich einen süßen Saft. Und das ist sogar das Level 5. Okay. Entzieht Wärme. Ja, da brauchen wir Eispulver für. Dafür brauche ich aber so einen Fisch. Dann kann ich das herstellen. Und wenn ich da auch zweimal Lehm habe, kann ich das da bauen. Oder was auch immer das sein soll. Da bei den Medikamenten kann ich das machen. Schlafauslösender Honig. Okay, wo wir den hernehmen. Weiß ich auch noch nicht, da müssen wir mal noch schauen. Ansonsten Flammenpulver könnte ich herstellen, Schießpulver könnte ich herstellen, wäre eventuell auch nicht so schlecht. Heiltränke, Doppelwirkungstränke, ja, ich weiß nicht, ich warte mal lieber noch. Was braucht Chopper jetzt als nächstes für Level 5? Noch zweimal Heilbonbon, okay, das ist an sich nicht das große Problem. Und was braucht Lysop für Level 5? Atlas Komet und die verbesserte Spitzhacke. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben an sich ein bisschen wenig Platz. Das gefällt mir gar nicht. Ich werde wohl ein paar Dinge einlagern müssen. Auch wenn es mir nicht gefällt, aber wir müssen an sich Dinge lagern, weil mit dem Platz kann ich nicht auf die Insel gehen. Das Geheimnis für die Jahr lagern wir mal. Die harten Schalen können wir lagern. Spinnenweben brauchen wir an sich nicht. Einmal Pflaumen können wir auch lagern. So, das goldene Ei. Ja, möchte ich eigentlich noch behalten für die Goldpunkte bei Gabi, wenn wir die mal brauchen. Diamantfragmente. Gut, die ließen sich natürlich theoretisch auch noch ins Lager packen, werde ich auch machen. Ansonsten die Eier nehmen wir mal mit. Die braunen Früchte. Der Rest, ja, der Rest ist eigentlich okay, so wie wir es jetzt dabei haben. Salzkugeln, Kubakata, verbesserte Fallen. Ja, ich würde sagen, so lassen wir es jetzt einfach mal. So, jetzt ist aber immer noch die Frage, wo ist der Schatz, den er gelagert hat? Ach, das war die verschlossene Tür. Ah, okay. Jo, vor allem wenn ich mehr schätze. Kristallisiertes Salz mal 3, cool. Und eine goldene Kugel. Ja gut, das ist jetzt an sich nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe an Belohnung. Aber naja, wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Und ich würde sagen, dann können wir eigentlich, nee, können wir noch nicht. Eines habe ich noch überprüfen. Und zwar die Falle in der Küche, ob da jetzt ein Tier drin ist. Tatsächlich. 4 Lebewesen, okay. Sturmmaus, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, auch hier wieder sehr viel Neues. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Neues. Sturmmäuse. Brauche ich die für irgendwas zum... Ja, zum Kochen glaube ich eher nicht. Medikamente glaube ich auch nicht. Nee. Brauche die für die Entwicklung, für irgendwas. Nö. Also sprich, die sind komplett unnötig. Dann können wir sie ja eigentlich auch wieder verfüttern. Nee, können wir nicht, weil der den jeweiligen Slot dafür noch nicht hat. Gut, aber wir lagern sie natürlich. Weil die mit uns rumschleppen, das macht wenig Sinn. Die müssen wir weder für irgendwas benutzen können, noch verfüttern können. Aber ich würde sagen, die goldene Kugel lagern wir auch direkt mal, wenn wir schon dabei sind. Lagern wir das Goldei vielleicht auch noch. Weil ich vielleicht eher das Ei lagern. Ich glaube, ich lagere eher das Ei. Und nehme die Kugel mit, weil die Kugel, so lächerlich das Ding, weniger Verwendungszweck hat.
als das goldene Ei, weil das brauche ich zum Kochen und so weiter. Und die Kugeln, die bringen halt einfach nur Goldpunkte und das kann ich auch mit anderen Dingen machen. So, dass das eigentlich überflüssig ist. Ja. Okay, jetzt haben wir aber alles und das heißt, wir können auf zur dritten Insel. Ich freue mich sehr drauf. Die dritte Insel ist zwar, ja, jetzt nicht meine Lieblingsinsel, aber auf jeden Fall eine coole. Ja, wobei eigentlich. Ja, also neben der zweiten ist sie schon ganz cool eigentlich. Egal, auf geht's. Moorinsel.世界一の大剣豪になることだ。 私の夢は空白の歴史の謎を解き明かすことね。 そして俺の夢は海賊王になることだ。 海賊王? 前にも言ってたけど海賊王って何なの? 海賊の中の海賊だ。 そいつになるのが俺の夢なんだ。 夢を持ってるんだね。僕には夢はなんなんだ。僕にはまだないの。今の夢だ。もう持ってるじゃねえか。え？自分だけの夢を見つけるのが今のお前の夢だ。そっか。夢を見つけることが僕の夢なんだ。 ジメジメのバズーカ。 もっとやる気をなくせ。こうかな。ネガティブのスペシャリストであるこの俺が見本を見せてやる。おいガブリ、そんなほども見習ってると脳みそに鍵が湧くぞ。そうですよ、たまには頭蓋骨を開けて空気の入れ替えを。できるか。 世界政府に狙われてる賞金首集団だってことを忘れそうになるわ。ほら行くぞお前ら。おう。
Moorinsel, ein Schatten ragt im Nebel. Okay. Ja, die Moorinsel voller Zombies, das erinnert so ein bisschen am Thriller Bark. Wäre auch passend gewesen, ist mir jetzt so im Nachhinein eingefallen. Moment, die Dinger kann man fangen, aber ich glaube, das geht erst mit dem verbesserten... Ja, geht erst mit dem verbesserten Netz. Es hätte gepasst, wenn ich allen ihre alternativen Outfits gegeben hätte, denn das ist mir tatsächlich bis vor kurzem auch nicht aufgefallen. Aber das sind alles die Outfits, die sie auf Thriller Bark hatten. Warum man sich jetzt gerade für diese Outfits entschieden hat, ist mir auch nicht ganz klar. Aber es ist Fakt. So, und bei denen gibt es jetzt eine kleine Besonderheit, und zwar Salz. Haben wir sogar schon ausgerüstet. Wer den Anime kennt, der weiß, was man mit Salz machen kann. Wenn man Salz ausrüstet und damit die Gegner besiegt, die Zombies, dann hinterlassen sie keine Schatten. Das ist natürlich wunderbar. Epic Fail. Nee, es lag, glaube ich, daran, dass man das mit jemandem machen muss, der physischen Kontakt mit dem Gegner hat. Ja, ist echt so. Wenn man die Gegner mit jemandem physisch besiegt, dann bekommt man Schatten. Und diese Schatten, die werden wichtig. So, dann machen wir das jetzt einfach. Es ist zwar an sich ratsam, das Salz nur beim letzten Schlag einzusetzen. Also den Gegner halt anzugreifen und den letzten Schlag mit dem Salz zu setzen, weil dann verbraucht man halt weniger, weil man es nicht bei jedem Schlag verbraucht. Aber ja, das ist mir so umständlich. Deswegen hauen wir das einfach so raus. Gut, die Kombo ist natürlich auch nicht schlecht. Mit der funktioniert es auch relativ einfach. So, komm mal du her. Er hat halt ein Schild, das ist so das Problem bei dem. Man kann ihn nicht so einfach zurückdrängen. Aber vielleicht hinterlässt er ja irgendwas, wenn ich ihn kill. Ich weiß gar nicht, ob man den die Schatten auch abnehmen kann, wenn man sie mit Nami beklaut. Ich glaube zwar irgendwie nicht, aber wirklich wär's, ja. Ach, hast du dein Schild schon verloren, mein Freund? Wie viele Schatten haben wir denn? Gerade mal 8. Das ist natürlich überhaupt nicht viel. Wir brauchen mehr. Verbesserte Bomben. Okay, aber dafür brauchen wir noch Eisenschrott. Aber wait. Ja, ich habe gerade gedacht, das ist die Kohle. Schade, weil die Dinger da auf dem Bild sehen halt ähnlich aus, aber nein, sind sie leider nicht. Hier. Okay, also wir brauchen für die Bomben auf jeden Fall noch zweimal Eisendings, aber dafür muss ich mal irgendwie Marinesoldaten oder so finden. Oh, die Blume. Töte sie. Steh auf und kill die Blume. Aber wenn es geht, bitte so, dass sie was hinterlassen. Geil. Ja, mit dem Staubsauger funktioniert es besser. Schlafkugel, Schlafhonig plus Lehm zweimal. Lehm müsste es auf der Insel hier ja auch relativ einfach geben. Aber ich weiß gar nicht, ob an bestimmten Stellen oder ob man dafür einfach hier mit der Spitzhacke schlagen muss. Das kann sein, dass es nur an bestimmten Stellen ging. Den geheimen Pilz. Und hier diese Einschlafblume. Die mich schon wieder eingeschläfert hat, komm schon, jetzt nimm den Staubsauger und saug das Ding weg. Ja, aber die lassen hinterlassen nicht so oft was.
wie die anderen. So, und eigentlich hätte... Aha, ich wollte gerade sagen, eigentlich hätte Frankie hier eine Brücke bauen müssen. Auch wenn ich mich tatsächlich gerade frage, wofür diese Brücke eigentlich gut sein soll, weil eigentlich müsste man doch auch ganz einfach mit Brook darüber kommen, oder nicht? Also eigentlich müsste das gehen. Ah ne, ist eine unsichtbare Wand. Also sie haben dran gedacht. Normalerweise könnte man da auch einfach rübersprinten. Aber nein, kann man nicht. Eins. Okay, kriegen wir das irgendwie hin? Ja, indem wir direkt die Kugel verfüttern. Sollen wir das direkt herstellen? Ja, komm, mach einfach. So, der richtige Weg war zwar eigentlich der in die andere Richtung. Also richtig in Anführungsstrichen. Aber ja gut. So, der gibt wieder Schlafhonig, schön. Ein handlicher Stein. Und eine Höhle. Wir können aber das, was wir dafür brauchen, haben wir noch nicht. Schade. So, die Dinger hier brauchen wir auf jeden Fall. Horrorbientorte. Denn die brauchen wir, soweit ich weiß, auch um zum Zwischenboss zu kommen. Ich erinnere mich da. Deswegen sammle ich die Dinger auf jeden Fall ein. So, wir gehen mal da hinten weiter. Ich glaube, hier kommt wieder ein Kampf, oder? Wird zumindest irgendwas in Erinnerung. Gras, sehr gut. Sehr unwichtig. Und viele Zombies. Ich überlege halt gerade, wer braucht denn am wenigsten Angriff, aber greift physisch an. An sich Frankie, oder? Ja, der schleudert die halt auch nicht so weit weg. Ja. Also mit Frankie geht es relativ einfach. Wenn man einfach so da reinhaut. Okay, also am besten Schattenfarmen mit ihm, merke ich mir. Wusste ich auch noch nicht, habe ich jetzt gerade erst gehabt, die Idee. Batz. Schön. Sehr, sehr schön. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und es geht im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Insel. Ich tue es auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.